Auf einer einsamen Berghütte soll die Angeklagte Liane Blank ihren Geliebten Marcel Rottler betäubt und gefesselt gefangen gehalten haben. Wollte Liane Blank so verhindern, dass Marcel Rottler mit einer anderen Frau nach Australien reist? Frau Blank, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Die Anklage vertritt Herr Staatsanwalt Lukas, Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Posner, das wissen Sie ja. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier in die Mitte Platz. Lassen Sie uns zunächst mal über Ihre Personalien sprechen. Sie heißen Liane Blank. Ja, genau. 5.3.75 in Ulm geboren. Ja. Sie wohnen jetzt in Lenggries. Genau. Sie sind ledig, Arzthelferin von Beruf. Ja, also ich war Arzthelferin. Ich wollte ja mit Marcel nach Australien. Und mein Chef, der hat sich geweigert, mir so lange Urlaub zu geben. Da habe ich kündigt. Also, dann arbeitslos, oder? Quasi jetzt. Ja. Arbeitslosengeld. Wie viel bekommen Sie da? Oh, im Moment noch nicht. Erst nach 3 Monaten. Hm, haben Sie eine Sperre. Wovon leben Sie dann im Moment? Ja, im Moment von dem Geld, was ich noch von meinen Eltern geerbt habe. Mhm. Vorbestraft bisher nicht. Bundesanwalt ist da ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, bitte die Anklage. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 20. Juni 2002 verabreichte die Angeklagte bei einem gemeinsamen Abendessen auf ihrer Berghütte dem geschädigten Marcel Rottler vermutlich ein Schlafmittel. Als dieses seine Wirkung zeigte, verbrachte sie Marcel Rottler in das Schlafzimmer und fesselte ihn dort mit Stricken an Händen und Füßen an das Bett. Die Angeklagte wollte damit verhindern, dass der Geschädigte, wie von ihm geplant, am nächsten Tag mit seiner Freundin eine Reise nach Australien unternimmt. Die Angeklagte hielt den Geschädigten insgesamt 3 Tage gefangen, bis er von seiner Freundin gefunden und befreit wurde. Der Geschädigte erlitt Schürfwunden an Händen und Füßen. Die Angeklagte wird deshalb einer Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1, 239 Absatz 1, 52 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, haben Sie sich besprochen, wie Ihr Mandant Angaben machen? Und was sagen Sie zu dem, was der Herr Staatsanwalt vorgelesen hat? Ach, der soll seinen Wisch doch wegschmeißen. Der Quatsch ist von vorne bis hinten an die Haarbeizogen. Danke für den Hinweis. Mhm. Ja. Also lassen Sie uns mal einfach Stück für Stück anfangen. Kennen tun Sie den Herrn Rottler schon? Ja, natürlich. Wir waren ein Paar. Und wenn das hier alles vorbei ist, dann kommen wir auch wieder zusammen. Mhm. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Tja, also der Marcel, der hat bei uns am Ort als Kellner gejobbt. Ja, und als er sich einmal mit heißem Wasser verbrüht hat, ist er zu uns in die Praxis gekommen. Ja, also und wie wir uns gesehen haben, da hat's Peng gemacht. Ich befürchte, Frau Blank, mit Verlaub gesagt, dass es nur bei Ihnen Peng gemacht hat. Ach, überhaupt nicht, das stimmt doch gar nicht. Der Marcel war genauso hin und weg wie ich. Ja, und jetzt der 20. Juni 2002. Schildern Sie uns mal den Abend, bitte. Ja, also der Marcel und ich, wir waren in meiner Berghütte, die habe ich von meinen Eltern geerbt. Ja, und also die liegt ganz romantisch am Hang. Ja, und dort hatten wir unser Abschiedsessen geplant. Ich habe sogar für uns gekocht. Sie wollten mit Herrn Rottler ein Abschiedsessen machen, weil dieser für mehrere Monate nach Australien wollte. Ja, genau. Und an dem Abend wollte ich ihn überraschen, dass ich mitgehe nach Australien. Ich habe da sogar ein Baumhaus gemietet. Und eine Kutsche habe ich bestellt zum Flughafen nach Sydney. Das soll so romantisch werden, nur wir zwei. Zu der Abreise nach Australien kam es dann aber nicht. Wieso? Nein, also, das war so schlimm. Also, beim Essen ist schon Marcel auf einmal schlecht geworden. Und er ist vorn überkippt und mit dem Kopf ins Teller. Und weil er sich der Magen verdorben hat. Also, ich hab mir so Sorge gemacht. Frau Blank, sprechen wir da von der guten alten Schneewittchen-Methode? Oder wie ist das? Eine Hälfte ist vergiftet, die andere nicht? Oder wie kommt es, dass Sie nichts abbekommen haben? Ja, wahrscheinlich lag es daran, dass der Marcel vorher ein Eis gegessen hat und ich nicht. Aha. Also jetzt nehmen wir mal an, es war so, wie Sie sagen, ihm ging schlecht und Ihnen nicht. Hm? Was haben Sie denn gemacht? Ich habe ihn natürlich sofort ins Bett gebracht und ihm einen Tee gekocht, Fieber gemessen. Und also der hatte so schlimme Probleme mit dem Kreislauf, der konnte gar nicht mehr aufstehen. Sehen Sie mal, ich dachte, er könnte vielleicht nicht aufstehen, weil er gefesselt war. Nur so eine Idee. Alter, das stimmt doch nicht. Was hätte ich denn machen sollen? Der war im Fieberwahn, hat er wie wild um sich geschlagen. Ich hatte Angst, dass der sich verletzt. Ich hab's doch nur gut gemeint. Und wie lange hielt dann Ihre Angst an? Wie lange haben Sie ihn festgehalten? Das waren so 3 Tage, bis die blöde Ziege den entführt hat. Mhm. Eine Ziege war es ja wohl nicht, sondern die Frau von Schönfeld, oder? Und die 3 Tage sind Sie auch nicht auf die Idee gekommen, vielleicht mal einen Arzt zu holen oder so, wenn es ihm wirklich so schlecht ging. Ich bin doch Arzthelferin und außerdem hatten wir kein Telefon. Jetzt hat wohl der Herr Rottler bei der Polizei gesagt, er habe da an dem Abend dieses Abschiedsessen auf seinem Handy einen Anruf bekommen von der Frau von Schönfeld. Ja? Und Sie hätten das entgegengenommen, weil er das Klingeln nicht gehört hat oder irgend sowas.
Und die Frau von Schönfeld, die habe ihnen gesagt, dass sie, die Frau von Schönfeld, mit ihm nach Australien fliegen würde. Hm? Ach, die lügt doch. Sie hätten daraufhin sofort das Gespräch beendet. Aber doch nicht mit Absicht. Sondern? Ich wollte das blöde Handy Marcel geben und da ist es mir irgendwie aus der Hand gerutscht und in der Brunne gefallen. War es nicht so, dass die Zeugin sie damit konfrontierte, dass sie nicht nur mit nach Australien fliegt, sondern ihn dort auch heiraten möchte? Ach, die lügt doch, die lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Ja, das ist ja wurscht. Hat sie das gesagt am Telefon zu Ihnen? Ach, das weiß ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr. 3 Tage später tauchte sie dann unerwartet auf und sie sagt, die Zeugin, dass Herr Rottler immer noch am Bett gefesselt dort rumlag. Die wollte ihn mir wegnehmen. Deswegen hat sie mich heimtückisch niedergeschlagen. Der Marcel der lag er doch gefesselt noch rum nach 3 Tagen. Ja, weil er im Fieberwahn immer um sich geschlagen hat. Gibt es denn noch Fragen an die Angeklagte? Nein, keine. Moment. Keine. Tritt mir die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Rottler bitte, Herr Seeler, von Sie nehmen bitte wieder da drüben Platz. Zeuge Rottler bitte. Herr Rottler, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Sie heißt Marcel Rottler, 21 Jahre alt. Sie sind ledig. Sie leben in München. Ja. Sie studieren noch? Ja, ich studiere Völkerkunde, weil ich habe im Moment ein Urlaubssemester, weil ich ja eigentlich nach Australien wollte. Ja, und zwar mit mir. Das glaubst du selber nicht. Ach. Sie sind mit ihr nicht verwandt, verschwägert Nein. oder verlobt. Ja, also schildern Sie uns das mal, warum es nicht dazu kam, dass Sie nach Australien flogen. Das Ganze war, meine Vorstellung von einem Horrorfilm. Das war, ja, wie in diesem Horrorfilm Misery von Stephen King. Da ist eine Krankenschwester, die fesselt einen Typen ans Bett, bloß weil sie verknallt in ihn ist. Die ist doch bescheuert, Mann, die Alte. Sagst du sowas, Marcel? Das ist jetzt eine schöne Filmgeschichte, aber wir sind hier eigentlich in der Realität. Wie war es denn bei Ihnen? Ich wollte es Ihnen nur klar machen. Wie war es bei Ihnen? Ja, sie hatte, der Abend lief eigentlich ganz normal. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Anruf kam. Na, jedenfalls, sie hatte aufgekocht für uns, da wie der Meister höchstpersönlich, 3-Gänge-Menü im Pipapo. Ja, das soll doch alles perfekt werden, Marcel. Nur ja, wir zwei. Schöne Vorstellung von perfekt. Wie lange waren Sie denn mit meiner Mandantin zusammen? Also zusammen waren wir gar nicht. Wir haben vielleicht 6 Wochen so ein bisschen, ich habe sie vor 6 Wochen kennengelernt gehabt davor. Und wir haben so ein bisschen rumgeschäkert, aber wie man es halt so macht. Also natürlich zusammen waren wir nicht. Zusammen. Ja, wir lieben doch. Uns. Und wenn diese blöde Kuni dazwischen kommen wäre, dann wären wir jetzt glücklich in Australien. Ich alleine, ja, mit ihr, aber nicht mit dir. Ach. Sie sagten, Sie wollten zusammen essen? Abendessen? Und dann? Ja, wir wollten eigentlich, hätte es ein ganz netter Abend werden können. Na, jedenfalls, sie hat gerade ihren wunderbaren ersten Gang da weggeräumt. Da wollte ich meinen Fisch, glaube ich, ja, Fisch gab es an dem Abend, wollte ich gerade anfangen zu essen. Da wird mir urplötzlich schwarz vor Augen, ich kippe um und das war's. Die muss mir irgendwas ins Essen geschüttet das haben. Schlafmittel oder was weiß ich. Ich habe ein ärztliches Gutachten dann über ihre Verletzung später. Sie hatten also dann an Hand- und Fußgelenken Hautläsionen der oberen Epidermis. Verletzungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch Stricke hervorgerufen, die um die Gelenke gebunden waren. Blutuntersuchung wurde auch vorgenommen, also keinerlei Rückstände von Arznei oder Betäubungsmitteln. Aber das war natürlich dann 3 Tage später. Herr Rottler, sagen Sie mal, war das denn mit der Heirat mit der Frau von Schönfeld ernst gemeint? Nein, das war nicht ernst gemeint. Sie wollte diese blöde Ziege da drüben das ärgern. Und das ist aber sehen Sie, ich hab doch gesagt, er hätte die Blödschnäpfe nie geheiratet. Ich kenne meinen Marcel. Jetzt ist mal jede der beteiligten Damen einmal beleidigt und dabei soll es auch bleiben, ja? Ganz andere Frage, Herr Rottler. Nach dem Essen sind Sie also ohnmächtig geworden. Was passierte dann? Ja, ich bin irgendwann in der Nacht bin ich mit so einem Kopf aufgewacht und wusste gar nicht recht, was überhaupt passiert ist. Und wollte dann aufstehen, merkt, dass ich gefesselt bin an Händen und Füßen. Ich konnte mich nicht bewegen. Und ich habe ein Foto von diesem romantischen Bett. Das war also das Bett, in dem Sie da lagen. Ja, schön romantisch. Und das waren dann die Stricke, mit denen Sie festgebunden waren. Ja? Herr Rottler, warum sollte meine Mandantin Sie denn fesseln? Ja, wahrscheinlich, damit ich mein ganzes Leben lang bei ihr bleibe. Die hat doch, ihr Ex-Freund hat sie damals betrogen und seitdem hat sie einen totalen Knall. Aber das ist doch schon Jahre her. Darüber bin ich doch schon lang weg. Und ja, das du merkt bist man, anders. Ja. Ich glaub dir. Ja, schöne Form von Glauben und von Vertrauen. Annie ans Bett fesseln. Jetzt gibt's ja noch die Frau von Schönfeld. Ja. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu der beschreiben? Ja, ein relativ gutes. Das ist eine gute Freundin von mir sozusagen. Wusste denn die Angeklagte, dass es da noch eine andere Dame in ihrem Leben gibt? Ja, nein, ich glaube, das habe ich ja nie erzählt. Aber Marcel, der hat kein Verhältnis. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Die dumme Person hat sich zwischen uns drängt. Die zwischen was denn? Auseinanderbringen. Herr Rottler, schildern Sie uns doch bitte mal die Zeit, die Sie da festgehalten waren in der Hütte. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben fast. Das war so dermaßen erniedrigend. Ja, sie hat mich behandelt wie so ein kleines Baby. Sie hat mich
angegrapscht, wo sie wollte. Sie hat mich dann gewaschen und gefüttert. Und dann muss man sich mal vorstellen, wenn ich mal musste, dann kam sie auch noch mit der Bettpfanne an. Und wie haben Sie dann Ihre Freiheit wieder erlangt? Ja, meine Freundin Uta hat mich gerettet. Sie hat auf meinem Handy angerufen. Dann ist Frau Blank ans Telefon gegangen, hat sich mit ihr wohl noch gestritten, so viel habe ich mitbekommen, und auf einmal war dann die Leitung tot. Wusste die Dame denn von dem Verhältnis zu Frau Blank? Ja, was heißt wusste? Mein Gott, ich habe sie ein paar Mal aus diesem Ort angerufen und habe ihr auch erzählt, welche Leute ich da so kennenlerne. Und mag sein, dass ich auch von Frau Blank erzählt habe, aber so direkt habe ich ihr von dem Verhältnis nicht erzählt. Aber außerdem hat sie mit sowas kein Problem, wir sind uns beide keine Rechenschaft schuldig. Und wie kam die dazu, dass die hat in Lengries dann nach Ihnen gesucht? Ja, wie gesagt, sie wusste, dass ich in Lengries bin. Und wir hatten eigentlich, wir wollten uns in München treffen, das hat nicht funktioniert. Sie hat mich auf dem Telefon nicht erreicht, wir konnten uns nicht am Flughafen treffen. Ich konnte ja nicht kommen. Und dann muss ihr klar geworden sein, dass da was nicht gestimmt hat. Dann hat sie sich wohl auf den Weg gemacht, Gott sei Dank. Noch Fragen an den Zeugen? Keine. Bleibt das Geschädigte 61-2 StPO unbeeidigt? Herr Seelhoff, bitte die Frau von Schönfeld, wenn Sie da hinten Platz nehmen. Zeugin von Schönfeld, bitte. Frau von Schönfeld, nehmen Sie auch bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja. Zunächst mal zu Ihrem Personalien. Uta von Schönfeld, 21 Jahre alt. Sie sind ledig, Sie leben in Regensburg, sind Studentin. Mhm. Was studieren Sie? Ich studiere Jura. Ich möchte mal Richterin werden, so wie Sie. Und mit der Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Ja, Gott sei Dank. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was am 20. Juni 2002 war. Ich habe Marcel an dem Abend angerufen und wollte wissen, ob wir uns jetzt in München treffen oder irgendwo am Flughafen. Ja, und dann ist diese Tussi an sein Telefon gegangen. Und ich habe gesagt, sie soll mir gefälligst Marcel geben. Was sie aber offenbar nicht tat, oder? Nein, im ganzen Gegenteil. Sie hat blöd gefragt, wer ich überhaupt bin und was das soll, warum ich anrufe. Ja, und die Art von ihr hat mich so provoziert, da konnte ich nicht anders. Ich habe gesagt, ja, ich bin Marcels Freundin und wir werden zusammen nach Australien fliegen und ich werde ihn dort heiraten. Sind Sie dann gleich misstrauisch geworden? Ja, aber natürlich. Und ich bin dann am nächsten Tag zum Flughafen. Unser Flieger sollte erst abends gehen und habe dort auf Marcel gewartet. Und ja, natürlich, er kam nicht. Und am Handy konnte ich ihn ja auch nicht erreichen, die Leitung war ja tot. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich mich dann auf den Weg gemacht in dieses Kaff, wo ich dann den Tipp mit der Hütte bekommen habe. Und dann haben Sie sich auf den Weg zu der Hütte gemacht? Dort habe ich dann durchs Fenster geschaut. Ja, und dann habe ich Marcel schon liegen sehen, gefesselt mit Händen und Füßen. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, ich bin dann näher hin an die Hütte, dann habe ich sie schon gesehen. Sie kam dann auch raus und also ich hatte total Angst. Ich habe ja gesehen, da muss wohl irgendwas nicht stimmen, irgendeine Straftat oder so. Und ja, dann kam sie raus. Ich habe nur schnell ein Kaminholz genommen und ihr damit auf den Kopf geschlagen. Und zum Glück wurde sie auch gleich bewusstlos. Und ja, dann bin ich erstmal rein. Und haben ihn losgebunden wahrscheinlich? Ja, genau. Oder? Also mit dem Kartoffelmesser habe ich seine Stricke durchgeschnitten und bin natürlich dann so schnell ich konnte geflüchtet. In welchem Zustand befand sich Herr Rottler, als Sie den Berg hinunter sind oder ihn befreit haben, wie Sie sagen? Er war noch total benommen von diesen 3 Tagen Gefangenschaft. Er ist dauernd gestolpert und ist sogar ein paar Mal hingefallen. Habe ich doch gesagt, weil er noch dran war. Ja, aber dieser Stuhl hat hier keine, nicht keine weiteren Fragen, danke. Ist mir danke. Schon klar. Gibt es noch Fragen? Ach, ja. Keine Fragen. Keine Fragen. Verzichtervereidigung 61.5 StPO. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Sonstige Erklärungen oder Beweisanträge? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger, es hat also Peng gemacht. Die Angeklagte und der Geschädigte natürlich auch, haben sich Knall auf Fall ineinander verliebt. Dann gibt es ein Abschiedsessen von der Angeklagten. Nach einer Weile fällt der Geschädigte mit seinem Kopf in den Suppenteller. Diagnose, Lebensmittelvergiftung gepaart mit Fieberwahn, Schuld ist der Eismann. Dann klingelt die Freundin des Geschädigten und das Handy fällt versehentlich in den Brunnen. Ich bin beeindruckt, Frau Blank, von so viel blanken Unsinn. Dem werten Herrn Verteidiger, dem unterstelle ich, dass er alles getan hat, seine Mandantin davon zu überzeugen, doch bitte, bitte von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Ich hätte es mir auch gewünscht, aber das hat wohl alles nichts geholfen. Die Angeklagte hat sich selbstverständlich der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung strafbar gemacht, denn die Beweisaufnahme hat ganz sicher nichts anderes ergeben. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten zu verurteilen und die Strafe noch zur Bewährung auszusetzen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Danke sehr. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, was wissen wir von diesem Abschiedsessen? Dass er gefesselt,
aufgewacht aus der Bewusstlosigkeit, eine ohnmächtig geschlagene Angeklagte nicht zu vergessen und eine junge Frau, die ihn aus dem angeblichen Gefängnis befreit. Herrn Rottler ist scheinbar das Essen nicht bekommen. Die Angeklagte hier von Fieberwahn spricht. Sie hat alles hier unternommen, was zu tun ist aus medizinischer Sicht. Aber was haben wir an objektiven Beweisen? Von der Zeugin von Schönfeld haben wir vernommen, sie musste Herrn Rottler den Berg hinunterschleifen, denn er war bei der Flucht noch benommen. Von irgendwelchen Arznei- oder Betäubungsmitteln haben wir keine Rückstände festgestellt. Die Geschichte der Angeklagten ist nicht weniger glaubwürdig erzählt als das, was uns Herr Rottler wollte vermitteln. Der Freispruch, den ich beantrage, Euer Ehren, ist der Angeklagten hier nicht zu verwehren. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Also, Sie müssen mir wirklich glauben. Ich liebte Marcel. Ich wollte ihm nichts Böses tun. Ich habe das doch alles nur gut gemeint. Ich unterbreche kurz bis zur Urteilsverkündung. Verkünden im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Liliane Blank ist schuldig der Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Körperverletzung. Paragraphen 223 Absatz 1, 239 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte deckt die Kosten des Verfahrens. Nimmt sie Platz. Ganz plötzlich wird dem armen Herrn Rottler schlecht, weil ja kleine Jungs so schlecht Eis vertragen gegen Abend. Und dann bekommt er auch noch einen Fieberwahn. Und weil Sie so eine tolle Arzthelferin sind, wissen Sie genau, was gut für ihn ist. Ab ins Schlafzimmer und ans Bett fesseln. Ja? Und zwar gleich 3 Tage lang, weil ja Ihre Pflege mit Sicherheit die allerbeste ist. Und weil ja Bergluft so gesund ist. Und vor allem damit, ja, vielleicht auch im Interesse der Krankenkasse, vor allem damit er nicht in die bösen Hände eines ahnungslosen Arztes gerät, der vielleicht gar nicht ihn für krank halten würde, sondern am Ende gar noch Sie. So ahnungslos bin ich nun mal nicht. Bisschen anders war es doch. Nach Ihrer Diagnose wäre nämlich für ihn vor allem die Luftveränderung nach Australien schädlich gewesen. Und zwar für Ihre Träume, weil in seinen Träumen Sie halt doch keine große Rolle gespielt haben. Unterm Strich, es klang hier nur eines nach Fieberwahn, Ihre Geschichte. Alles andere war schlüssig, alles, was die beiden gesagt haben, war schlüssig. Und dass Sie ihn dort 3 Tage festgehalten haben, das steht ja fest, das haben Sie ja selbst eingeräumt. Und auch ich, Herr Verteidiger, kann man einen Reim auf die ganze Sache machen. Über den Grund des Ganzen nämlich, es war einfach Panik, als Sie am Telefon gehört haben, dass die Frau von Schönfeld ihn nach Australien begleiten will und sogar heiraten will. Sie hatten Angst, ihn zu verlieren. Und das habe ich ja irgendwo rausgehört, weil Sie da eine Verlustangst haben, weil Ihnen das schon mal so gegangen ist. Ja? Das Ganze ist eine Freiheitsberaubung über 3 Tage hier und es ist zugleich auch eine Körperverletzung wegen dieser Verletzungen an den Händen. Bei der Strafe nehme ich zu Ihren Gunsten an, erstens mal sind Sie nicht vorbestraft, dass das Ganze nicht langerhand geplant war, sondern im Affekt nach diesem Telefonat. Aber die lange Dauer spricht eigentlich gegen Sie und die besondere Erniedrigung, die man sich hier erstmal vorstellen muss. Wehrlos musste sogar seine Notdurft hier in die Bettpfanne verrichten und so weiter. Ich glaube, Sie waren so von ihm gefesselt, dass Sie offenbar hier den Bezug zur Realität verloren haben. Sie haben krankhaft versucht, letzten Endes ihn an sich zu binden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man ihnen eher helfen muss. Deswegen kann selbstverständlich jetzt Bewährung ausgesetzt werden. Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Ihnen wird aufgegeben, an den Geschädigten ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro zu bezahlen. Und Ihnen wird vor allem aufgegeben, sich in ambulante psychiatrische Behandlung zu begeben und die monatlich dem Gericht nachzuweisen. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen, aber allerdings nicht kreischend, sondern wenn, dann schriftlich. Ja? So wie Sie sich hier heute verhalten und gegeben haben, in dieser aufbrausenden, lauten Art, wird Ihnen das so bald nicht wieder passieren, dass ein Mann Sie verlässt. Und dazu müsste er ja erstmal sich von Ihnen gefesselt fühlen. Hm? Sitzung ist geschlossen.